Jetzt testen wir für euch das neue Mr. Splitboards High Mountain 165DE. DE steht für die neue Produktion in Deutschland. Bei der Gelegenheit habe ich es auch etwas weicher gemacht, noch mal leichter und im neuen Design kommen die Kontraste besser raus. Willkommen im schönen Pitztal auf 3044 Metern. Spaß beim ersten Splitboard-Test der Saison 21/22 von und mit Mr. Splitboards. Die Shapes von Mr. Splitboards. Ich habe drei Shapes, den Powder Mountain, den All Mountain und den High Mountain. Powder Mountain ist etwas länger, All Mountain 63 und 66 und ganz neu diese Saison, der High Mountain wird in Deutschland produziert. High Mountain steht für Leichtbau, das bedeutet, ich habe Carbon eingebaut. Und für diese Saison etwas leichter gemacht. Das hängt mit dem Holzkern zusammen. Und damit ich trotzdem im Aufstieg die gleiche Performance habe, habe ich den Camber weiter vorgespannt. Das heißt, ich habe mehr Camber und damit habe ich eine bessere Druckverteilung im Aufstiegsski. Ansonsten ist die Geometrie gleich geblieben, nur eben etwas weicher, etwas leichter geworden, unter 3 Kilo inklusive der Anbauteile. So, wir treten jetzt das High Mountain auf der Pitztaler Piste. Erster Steilhang. Jawohl, zügiger Kantenwechsel. Dann hier mal Frontside legen. Jawohl. Und weiter geht's. Tipptopp. Die Carbonkante greift einwandfrei. Bringt auch die Stabilisierung. Medium Flex. Funktioniert hier super. Die Piste hat minimal Auflage und der Rest runter ist schön buckelhart. Genau der richtige Test für Splitboard. Höhere Geschwindigkeit. Steckt das Tipptopp weg. Die Jacke knattert. Oh, die Flachpassage. Kann man in den High Mountain schön auf die Base legen. Kante sucht sich selber unter Umständen. Keine Überraschungen. Und auch zum Kurzschwingen animiert der High Mountain Radius. Jawohl, da kann man schön Geschwindigkeit rausnehmen. Und es schaut noch gut aus. High Mountain Pistentest 1+. Beim neuen High Mountain in Deutschland produziert, habe ich den Camber etwas erweitert. Das ist gut für die Vorspannung, gibt etwas mehr Kantenhalt, weil der Flex ist insgesamt etwas weicher geworden. Das weichere Flexverhalten trägt vor allen Dingen bei der Abfahrt dazu bei, dass es wie ein Fahrwerk sich auswirkt. Das heißt, es kompensiert noch mal besser im Gelände Dinge, Schnee, harter Schnee, Sprünge und so weiter. Und im Aufstieg wäre natürlich extrem steif, nicht schlecht, ne? Aber die Mischung daraus, dass ich jetzt den Vorteil im Fahren habe, aber im Aufstieg noch einen guten Ski, kann man unter anderem mit der Vorspannung noch weiter kompensieren. Ansonsten sehr leicht, mit unter 3 Kilogramm inklusive aller Aufbauten, eins der leichtesten Splitboards am Markt. Und die Verteilung vom Setback sowie von der Position der Bindung an sich ist natürlich für Powder optimiert. Verwendet haben wir auf dem Ski die Lightspeed von Volley, die neue. Sie hat alle Merkmale, die ich brauche. Das heißt, ich kann den Highback deaktivieren. Ich habe vorne keinen Splint oder irgendwelche Sachen. Ich habe das bekannte Einklippen. Natürlich habe ich zwei Steighilfen. Und wie ich finde, es ist einfach die komfortablere Puckbindung. Die Straps sind etwas schwerer, aber dafür noch mal besser gedämpft. Und damit habe ich noch mal ein etwas schöneres Fahrverhalten wie bei den ganz stark reduzierten und auf Gewicht optimierten Bindungen.